Guten Morgen! Heute möchte ich ein Video dazu machen, wie ich das Leid der Pflanzen, die wir konsumieren, in mein Leben eingliedere. Dass es Reaktionen seitens der Pflanzen gibt, die mit Leid assoziiert werden können auf biochemischer Ebene, das ist ein Fakt, der existent ist, je nach Interpretation des Leids. Aber zunächst lasst uns doch mal groß und ganzheitlich denken. Warum führen wir denn diese Diskussion überhaupt, ob Pflanzen leiden? Letztlich geht es doch nur darum, dass Menschen, die Tiere essen, das Argument, dass Tiere leiden, entkräften wollen, da alle Nahrung, die wir verzehren, in dem Fall der große Gegenspieler vom Fleisch, die Pflanzen, auch leiden. Und die Logik endet dann so, dass wir so oder so Leid verursachen und es daher egal ist, was wir essen. Wir haben ein unglaublich plastisches und tolles Beispiel, wie unser Gehirn arbeitet. Es findet für alles und jeden Zusammenhänge, die ja, die Handlung rechtfertigen und vor allem eben um das Wörtchen Recht. Dieses Rechtfertigen geht es eben den meisten. Und gar nicht um die Situation, es geht um das Recht, dass man Recht hat. Genauso wie man gezeigt hat, dass man auch in jedem Buch, wenn man lange genug sucht, beliebig vorher formulierte geheime Botschaften anhand durchprobierter Muster von einem Computer, wie dass man jeden 7. Buchstaben nimmt oder sowas finden kann, kann man auch jede Handlung, die man ausführt, moralisch rechtfertigen. Man muss im Endeffekt bloß die einzelnen Teile passend zusammensetzen und ja, dabei ein Konstrukt erschaffen, indem man quasi eine rein argumentativ entwickelte Indifferenz generiert und das dann damit ein Paradebeispiel auch für die Selbstmanipulation und der Erschaffen eigener Realitäten ist. Ne? Also Essen ist ja grundsätzlich, um wieder praktisch zu werden, Essen müssen wir. Und wenn wir das mal jetzt verallgemeinern, entweder wir essen Pflanzen und Tiere oder wir essen nur Pflanzen. Nur Tiere, ja, dann haben wir eine sehr, sehr geringe Lebenserwartung, was uns eigentlich auch schon stutzig machen sollte, aber der gesundheitliche Aspekt ist mal jetzt nicht das Thema. Also das bedeutet, wir wählen zwischen einer rein pflanzlichen oder einer kombinierten Ernährung mit tierischen Bestandteilen. Da wir essen müssen, müssen wir auch eine dieser beiden Ernährungsformen wählen und werden auf jeden Fall auch Leid auslösen. Das nehmen wir einfach mal an. Wir nehmen das jetzt an, das ist Pflanzenleid auf biochemischer Ebene. Nehmen wir einfach mal an. Also wir werden Leid auslösen. Genauso werden wir auch Leid auslösen, wenn wir mit unseren Schuhen beim Spazierengehen irgendwelche Ameisen oder Kleinstlebewesen zertreten. Wir tun sehr, sehr viel Leid auslösen. Manchmal ist uns das gar nicht bewusst. Aber bei der Fragestellung ist es uns jetzt bewusst. Leid Pflanzen, Leid Tiere. Die Frage ist, wir befinden uns ja hier auf einer rein moralisch-ethischen Ebene. Denn wem die Gesundheit wichtig ist, der nimmt sowieso keine oder sehr wenige tierische Nahrung zu sich. Wie minimieren und wie differenzieren wir das Leid? Wo kann man denn da ansetzen? Was fühlt sich intuitiv richtig an? Und dann müssen wir das Leid der Tiere zum einen und dann das Leid der Pflanzen zum anderen gegenüberstellen und schauen, was sich intuitiv und gefühlsmäßig in uns regt, sodass wir dann eine Entscheidung treffen können, die ja getroffen werden muss. Das ist ja das Elementare in dieser Argumentationsführung. Es muss eine Entscheidung getroffen werden. Und dann beobachten wir eben unsere Intuition, wenn wir eine Brombeere pflücken, also wirklich pflücken und nicht aufsammeln, also der Pflanze tatsächlich entreißen und wie wir das Weizengras abschneiden oder den Kohlrabi aus der Erde ziehen und vergleichen das Leid intuitiv mit dem Leid, was die Tiere erfahren in Aufzucht, in Haltung und Schlachtung und werden dann in 99% der Fälle der Meinung sein, dass das Leid der Tiere und die damit ja verbundenen Schreie, Tränen und visualisierte Panik uns ja auch leidvoller erscheint. Und selbst wenn wir nicht emotional entscheiden und rein gedanklich orientiert sind und wir alle Merkmale des Leids auf einen Zettel schreiben, also ohne Emotionen einfach aufschreiben, was uns da einfällt, was ist Leiden, dann werden wir auch da zu 99% feststellen, dass die Tiere mehr leiden als die Pflanzen. Schon alleine gemessen an dem Fakt, dass wir biologisch selber ein Tier sind und entsprechend viele gemeinsame Merkmale haben. Und und da wir eine Entscheidung treffen müssen, um zu überleben, wählt eine moralisch-ethisch integre Persönlichkeit die Option, die weniger Leid verursacht, also die pflanzliche. Das Lächerliche an dieser Art der Diskussionsführung ist, und das ist auch wieder ein tolles Beispiel für die menschliche Borniertheit, ist, dass man Leid und Leid gleichsetzt und daraus eine Schlussfolgerung zieht, die impliziert, dass Qualität gleich Quantität ist, dass also jedes Leid gleich ist. Das impliziert diese Argumentationsführung, wenn einer so auf euch zukommt.
Wenn ich als KZ-Mitarbeiter die Wahl von meiner Obrigkeit hatte, 10 Juden zu erschießen oder einen Juden, andernfalls wegen Befehlsmissachtung selber erschossen zu werden, dann stand ich vor der Wahl, Leid zu verursachen oder Leid zu verursachen. Denn alle drei Entscheidungen waren mit Leid verbunden. Der Selbsterhaltungstrieb der Menschen sorgt dann meist dafür, dass die Option, sich selber erschießen zu lassen, nicht gewählt wird. Als nächstes, wenn man moralisch, ethisch veranlagt ist, wählt man, dass ein Jude erschossen wird. So, und das ist ganz normal, dass man da sich nicht hinstellt und sagt, oh, das ist ja alles Leid. Nee, nee, oh, das ist mir dann alles egal. Das ist ja alles dasselbe. Das ist ja Leid, ne? Aber genau das machen die Fleischesser, die mit euch argumentieren. Sie freuen sich, dass sie das Wort Leid mit irgendwelchen biochemischen Prozessen der Pflanze assoziieren können und damit eine qualitativ gleiche Ebene kreiert haben. Und dann, ja, da gibt es eben nur Leid und kein Leid. Schwarz oder weiß. Gut oder schlecht. Eins oder null. Und diese Begrenztheit der fehlenden Graustufen, der Differenzierung, auch eines der Grundproblematiken des menschlichen Denkens, führt dann zu so einer absurden Diskussionsführung. Die qualitative Komponente wird einfach nicht mit beachtet. Leid ist Leid. Also ist egal, ob ich mir jeden Tag meine Wurst reinziehe, weil Leid ist Leid. Es wäre interessant, ob derjenige auch so argumentieren oder zumindest diese Argumentationsführung bei anderen akzeptieren würde, wenn es darum geht, ob man ihm zum Beispiel den kleinen Finger nur abschneidet oder den ganzen Arm. Leid ist Leid. In diesem Sinne animiere ich euch dazu, euren Gesprächspartner sanft auf diese Zusammenhänge hinzuweisen, aber immer vorsichtig. Denn wenn Menschen zu solchen obskuren Argumenten greifen, fühlen sie sich schon ziemlich in die Ecke gedrängt und man nimmt ihnen quasi noch den letzten kleinen Stock zur Verteidigung weg. Vielleicht wäre es an solcher Stelle auch angebracht, echtes Mitgefühl walten zu lassen. So schwer es natürlich fällt, da der andere nicht selten aggressiv in der Diskussionsführung vorgegangen ist. Aber eventuell wäre da wirklich echtes Mitgefühl an dieser Stelle eine Option. Was haltet ihr davon? Ich wünsche euch jedenfalls noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, euer Christian. Tschüss.